Und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft. PvP. Ihr merkt schon. Ja, ich bin endlich lauter. Ja. Ja. Und zwar stehe ich hier vor dem Dell-Computer. Und eine Kiste. Geil. So. Erstmal fetten Schneidschwert gegönnt. So. Der Gönner hier. Der Gönner ist unterwegs. Geil. Dia-Chestplate gegönnt. Und noch eine Dia-Chestplate, die ich mir gönnen kann. Oh, White Titty Fan, das tut mir jetzt leid, dass ich dich ab. Ihn und dich abgestaubt habe. Nein! Hä, lol, wer ist gestorben? Ich dachte, der wäre gestorben! Mann! ihr merkt, ich benutze jetzt mein Headset, das heißt, die Qualität ist ziemlich schlecht. Aber. Mein Mikrofon funktioniert irgendwie gerade nicht mehr wirklich gut, oder? Und ja, es war auch immer sehr leise und ich konnte mich höher pegeln, aber dann hätte es noch übertrieben gerauscht. Wie gesagt, ich mache eine Folge Quick Survival Games. Ich spiele einfach Uncut. Ich fange bald an zu cutten, keine Angst, aber das cutte ich nicht, weil ihr sehen sollt, auch meine Fails und meine guten und meine schlechten Runden. Weil ich sonst beschuldigt werden würde. Ich würde nur meine guten Runden hochladen und die zusammenschneiden. Deshalb mache ich das Ganze Uncut und erzähle euch was in der Zeit in der Lobby. Und zeige euch meine mega schlechten Stats. Auf eine KD von 1,09. Wobei es bei hier auch übelst vom Glück abhängt, wenn man am Anfang eine Waffe findet. Also wenn man in den ersten paar Kisten keine Waffe findet, hat man schon verkackt. Wobei das auch selten vorkommt. Also oft habe ich auch einfach verkackt, weil ich schlecht war. Und die Runde eben, das war böse, Mann. Ich bin einfach runtergefallen. Ich hätte ihn sogar noch besiegt. Ich hab schon mal die und dann die hinter mir. Ja, ich glaube schon. Wenn ich eine Waffe habe, gehe ich sofort auf den da vorne. Ich gehe sofort auf den hier. Danke. Rüstung habe ich schon mal. Schlechtes Zeug. Nochmal schlechtes Zeug. Keine Zeit mehr, was anzuziehen. Muss ich nackig rumlaufen? Goldbrustpanzer ziehe ich mir aber an. GG. Den auch noch gegönnt. Dann wird das auf die 9 gepackt. Das auf die 1. Das hier hoch. Dann das TNT hier rein. Dann das auf die 2. Das auf die 5. Und so weiter. Das alles weggeworfen. Na, ich will raus! Ich hing einfach in der Ecke fest. Ach man. Okay, wie gesagt, Fail-Runden for the win. Ich will noch Altmetall. Altmetall. Altmetall, Altmetall, lalala. Ich meine, dass meine KD nicht. Meine KD hat sich nicht verschlechtert. Meine Win. Siegwahrscheinlichkeit ist 8,5%, das geht eigentlich. Ich wollte sie aber mal über 10% halten, habe es aber nicht geschafft, weil ich schlecht war. I have a Dream Z. Also Dream Z ist ein Admin hier vom Gommel-Server, falls ihr es nicht wisst. Wisst ihr wahrscheinlich. So, jetzt mache ich einfach mal hier. Jetzt gucke ich mal, ob ich in den letzten 25 Sekunden das Jump-Run hier schaffe. Ich versuche mal, ohne stehen zu bleiben, alle Sprünge zu schaffen. Also ohne sneaken. Also hier muss man natürlich dran sneaken, aber sonst meine ich. Ja, wow, geschafft. Wow, 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 wuhu. Herzlichen Glückwunsch. So. Könnte ich mir die Kiste oder die da? Ich glaube, ich gönne mir die da. Dann drehe ich mich um und mach die hinter mir. Meine Freundin nennt mich O, schreibt einer in Chat. Läuft irgendwie nicht bei dir. Ah, du hast eine Dia-Chestplate, das ist schlecht. Also gut für dich, aber schlecht für mich. Oh, lol. Hä, hey, der hatte doch voll das gute Equip. Habe ich das geschafft? Also mich freut's natürlich, klar, geilo. Ich frage mich trotzdem, wie ich das geschafft habe. Gut, am Anfang habe ich ihm Hits gegeben, das stimmt. Na doch so. Nein.
ein bisschen überrascht. Muss ich zugeben. Jetzt kommt keiner, danke. Jetzt suche ich mir auf die drei. So. Jetzt bin ich ganz bereit. Entschuldigung für das lange Sortieren. Oh, lol. Hallo. So. So. Weißen Pfeil habe ich auch, das ist auch ziemlich geil, oh. Klingt Speed of Doom. Hatte ich gerade einen Klick Speed of over 9000. Erstmal goldenen Apfel gegönnt. Leute, ich habe aber echt nicht viel Leben verloren in dem Kampf. Freut mich echt. Da sind Pfeile drin. Da muss ich hin. Wie kommt man da rein? Hä? Wie kommt man da rein, will ich wissen. Egal, töte ich den Typen hier noch. Weil Deathmatch startet gleich, mache ich doch nicht. Wobei ich spontan noch gar nicht wüsste, wo der ist. Ach nein, wie komme ich da rein? Erstmal goldenen Apfel reinziehen. Ach, die Runde gefällt mir. Ein Hit noch mitgegeben. Ja, ich habe 23 Pfeile gleich. Ich den einsammle, genau, perfekt. Oh, mein Ping ist gerade ein bisschen ungetestet, heißt er. Faker. Der hat aber wahrscheinlich ein Eisenschwert, deshalb. Ja, hat er. That's true. Ah, die werden mich jetzt von beiden Seiten angreifen. Scheiße. Weg. Ich bin einigermaßen gut gedamaged, aber er hat mich dann, glaube ich, doch, hatte dann doch mehr Leben. Ich hätte ja auch nur noch zwei. Ich will den mit dem Bogen treffen. Der hat, glaube ich, echt nicht mehr viel. Ich habe ihn nochmal getroffen. Oh fuck, er darf mich nicht treffen. Fuck. Okay. Ach, Mann. Ich hätte so eine gute Chance auf den Win gehabt. Egal. Leute, wir haben 8 Minuten. Ich hänge ja nochmal eine Runde dran. Es kann sein, dass ich jetzt in der Runde nochmal zu laut bin, weil ich es immer noch nicht richtig eingestellt habe. Aber wie gesagt, die Qualität ist wahrscheinlich nicht so gut. Es tut mir sehr leid, aber egal. Ja, egal. Oh, erstmal strecken. So. Slash Stats 03 Nanny 03. Der behauptet, er wäre. Also nein, sie sagt, wer er ist, aber ich würde mich interessieren. Ist die im Ranking? Okay, die ist Ranking. Cool, es gibt noch Leute, die schlechter sind als ich. Ja, Kills 10, Tode 41. Okay, die ist wirklich nicht gut. Gut, so schlecht war ich auch damals, als ich mit Quick Survival Games angefangen habe. Quick Survival Games habe ich gespielt, da war ich in Survival Games noch nicht wirklich gut. Hätte einen Run machen können, egal. Oh, Claytown. Ich weiß, die Lobby, die Runde wusste ich schon vorher, nur ich wusste nicht, wie es aussieht. Habe ich so einen Kackspawn, wo einfach keine Kisten sind. Was soll ich machen, Leute? Machen, wenn ich keine Waffe habe. What should I do? Da, 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 da.
Mir eine Waffe holen. Aha. So einfach ist es. Eine Töfti-Klinge. Ich greife mir mal das, die Kiste da snacken. Egal. Der läuft weg, der hat wahrscheinlich wenig Leben. So, da-dam. Geblockt, als er nicht viel Schaden bekommen. Schade. Wie gesagt, die Runde hat schon scheiße angefangen, die Map ist scheiße und alles. Eine Runde noch auf Nuketown 2025. Finde ich nice. Ich schmück mich mal kurz, muss gerade was machen. Ich musste mir gerade mal die Nase putzen. Tut mir leid. So. Probiere ich nochmal in 28 Sekunden Jump'n'Run. Mal wieder ohne anhalten. Bis dahin schaffe ich es immer nur. Hier schaffe ich, verkacke ich den zweiten Sprung oft. Oder den ersten. Ja, gut, okay. Schon gecheckt. Okay. Nuketown 2025. Oh, bin ich schlecht. Brauch einen, der einen Bogen hat. Der Titan 01 wird jetzt erstmal getötet. Oh, Junge. Nicht wirklich viel Leben. Ich weiß, dass bei Quicksilver Games ziemlich scheiße ist, sich in die Ecke zu stellen. Läuft bei dem? Er hat ein Eisenschwert. Wie einfach in die... Wie gesagt, wenn er in die Ecke läuft und sneaken will, ist das bei Quicksilver Games keine gute Idee. Durch den habe ich jetzt das Mega-Equipment. Geilo. Ich schaffe mir jetzt mal alles weg. Und springe es in die Luft. Komm ich damit selbst. Ja, geilo. So. Jetzt muss ich meinen Vorteil nutzen durch das Eisenschwert. Und jetzt Leute töten. Ja, geilo. Reus 02. Ich aufs freie Feld, da wird man so oft abgestaubt. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, er gibt mir richtig hart. Okay, hab ihn aber trotzdem. Was sagt ich von wegen abgestaubt auf dem freien Feld? Ich war unter den letzten zwei, drei. Ach, Mann. Soll ich noch eine Runde dranhängen? Nee, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss.